Hallo zusammen. Georges Fleury hat in der neuesten Ausgabe der OKI, Ausgabe 175, wieder eine wunderschöne Transkription verfasst. Und dieses Mal hat er sich ein altes Heimatlied ausgesucht, La Golondrina, zu Deutsch die Schwalbe. Sehr einfach spielbar, sehr schön registriert. Er hat sich an einem Trompetensolo von Kevin Pabst, einem deutschen Trompeter, orientiert und das eigentlich ganz genau auch nachnotiert. Mit den entsprechenden Soundeinstellungen, natürlich zuerst Trompete, als Style Rumba 2, Tempo 105. Dann übernimmt einmal eine Gitarre ein kurzes Stück, ebenfalls ein Akkordeon. Am Ende der Aufnahme hat Kevin Pabst ein sehr schönes Ritardando eingefügt. Damit endet das Stück. Das lässt sich mit dem PA-Keyboard natürlich sehr gut machen. Ich habe die Assignable-Taste 3 mit dieser Ritardando-Funktion belegt. Wie gesagt, sehr einfach zu spielen. Daher mein Tipp, versucht es gerne selbst einmal. Und hier die Hörprobe La Golondrina, die Schwalbe.